Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei mir siehst du alles rund ums Wohnen, sprich Dekorationen, Upcycling, Einrichten, Renovieren, Möbel aufbessern, restaurieren. Einfach alles, was Spass macht und kreativ ist. Heute möchte ich dir zeigen, was ich aus einem alten Zeitungsständer gemacht habe. Ich habe den gefunden auf der Strasse und habe gefunden, er wäre doch schade, um wegzuwerfen. Also habe ich den mit heimgenommen und ich möchte jetzt sehr gerne zeigen, was ich damit gemacht habe. Als allererstes habe ich wie immer bei meinem Schreiner Bretter gesucht und habe die zugeschnitten. Da hat man natürlich den Schröder tatkräftig unter die Arme gegriffen und geholfen. Anschließend habe ich mit einem herkömmlichen Farbspray, den man im Baumarkt kaufen kann, habe ich das Gestell in schwarz gespritzt. Es ist immer ein bisschen gefragt, wie gut das hebt. Also ich habe mir dann sagen lassen, dass eventuell Auspuffspray wesentlich besser würde heben. Der ist aber auch ein bisschen teurer, also der ist glaube ich so um die 30 Franken und wenn man den nur einmal für etwas braucht und das nicht regelmässig braucht, dann ist es vielleicht ein bisschen zu teuer. Ich habe das ganze Untergestell gut 2 bis 3 Mal gespreit, einfach dass es eine bessere Haftung hat und dass, wenn man mal dran kommt, nicht gerade ein Hiccup ist. In der Zeit, wo das Untergestell trocknet, habe ich dann meine Bretter genommen, das waren 2, und habe die geschliffen auf allen Seiten, dass man sich nicht verletzen kann. Da ich ja das Holzdübeln neu entdeckt habe, also beim Tisch habe ich das erste Mal gemacht, wenn du mein altes Video gesehen hast, habe ich gefunden, ich tue die Bretter jetzt auch verdübeln und nicht nur leimen, damit das wirklich auch gut hält. Auch wenn man etwas draufstellt und das Tisch dann ein bisschen in Gebrauch hat, wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe das verdübelt. Ich blende dir auch das Set ein, das du im Baumarkt kaufen kannst. Dort hast du gerade alles dabei. Du hast den Dübel dabei, den Schraubaufsatz und die kleinen Aufsätze, die du dann ins Loch rein tust und dann auf der anderen Seite des Brett kannst kennzeichnen. Das siehst du bei meinem Video, das ich den Tisch gemacht habe. Ich habe dann also die Löcher gebohrt. Ich habe 3 Löcher gebohrt auf der Seite des Bretts, habe das auf der anderen Seite natürlich auch gemacht, habe alles schön verleimt und die 2 Bretter zusammengefügt.
habe ich mir überlegt, wie ich das Tannenholz gerne möchte. Ich habe in welcher Farbe. Ich habe mich dann entschlossen, das auch in Richtung Schwarz zu machen. Ich hatte dann aber keine Farbe mehr daheim gehabt. Es war wieder einmal Sonntag, wie immer. Und habe dann einfach normale Tintendusche genommen. Ich habe das noch bei mir gefunden. Ich habe das ein bisschen mit Wasser verdünnt und habe so das Brett bestrichen. Du kannst das mehrmals wiederholen. Ich habe das zweimal wiederholt und habe einfach gewisse Stellen noch ein bisschen ausgearbeitet. Also gerade dort, wo Verästungen sind, dort habe ich es noch ein bisschen dünkler gemacht. Einfach, dass man die Struktur vom Holz schön sieht. Und habe es dann trocknen lassen. Nachdem alles getrocknet war, habe ich das Holz nochmal abgeschliffen mit einem ganz feinen Schleifpapier, 320. Einfach, das fühlt sich dann einfach nochmal ein bisschen schöner an. Und wenn du nochmal mit der Dusche und mit dem Wasser, stehen einfach nochmal Hörli auf und die habe ich nochmal schön entfernen. Dann habe ich mit einem Wachs, mit einem Holzwachs, die Oberfläche nochmal schön bearbeitet. Da ja das Tischchen auch gebraucht werden soll, dass man mal einen Tee draufstellt, einen Kaffee etc. Und für den Fall, dass etwas ausgeschüttet wird und daneben geht, gibt es einfach keine Flecken, es ist gut geschützt und es pflegt das Holz zusätzlich. Das habe ich auch hinten und vorne gemacht. Dann habe ich das Brett aufs Untergestell geschraubt. Es ist ein bisschen eine Notlösung, was ich gemacht habe. Ich möchte das an und für sich noch ändern, weil es gefällt mir nicht so. Und es gibt im Baumarkt so halbrunde Scharnier, sage ich jetzt dem, wo man dann sicher etwas sauberer könnte montieren. Also das werde ich nochmal genau anschauen und das werde ich nochmal ändern. Weil man einfach auch ein bisschen die Schrauben durch sieht. Mich stört das jetzt, auch wenn nicht jeder unter den Tisch schaut, aber ich möchte das dann nochmal ändern. Also der Herr Schröder und ich finde, es ist sehr schön geworden. Es ist ein schönes Upcycling. Anstatt dass man etwas wegwirft, hat man es jetzt nochmal zu neuem Leben können erwecken. Und wenn dir das auch gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest oder den Daumen hoch.
Und so kann mein Kanal weiter wachsen. Ich möchte dir sehr gerne weitere Sachen können zeigen. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns gegenseitig austauschen könnten. Vielleicht hast auch du Ideen, was du so machst, oder Anregungen, oder wie ich etwas besser machen kann. Dann freue ich mich sehr, sehr über einen Kommentar von dir und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bleib kreativ, genieß das Leben und alles Gute. Tschüssli. Fast hätte ich es vergessen. Für den Fall, dass dir etwas gefällt, was du bei mir im Video gesehen hast, sei das ein Möbel oder Dekorationen, dann schau mal auf meiner Homepage kastenkunst.design. Gewisse Sachen kannst du auch bei mir erwerben und ich biete auch Kurse an. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich persönlich kennenlernen und mir kreative Stunden verbringen können. Also, hab's gut, alles Gute, tschüssli. Thank you.